von Darstellern, die mitten im Film ihre Rolle verloren haben. Spektakulären Special Effects, die ohne CGI entstanden sind, und dem vielleicht vollsten Haus in ganz Hollywood. Das und mehr gibt's jetzt im Movie Trivia. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Movie Trivia. Ja, dieses Format gibt es jetzt schon so lange wie diesen Kanal. Ja, seit 2013 gibt es Behind und seit 2013 mache ich tatsächlich auch Movie Trivias. Ja, was ihr gerade gesehen habt, das ist das Intro zum, ja, sagen wir mal zur zweiten Staffel oder zur zweiten Phase gewesen, wo ich nach Schluss damit dann nur noch mit Voiceover gearbeitet habe. Früher sah das noch so aus. Ja, da saß ich hier dann auf der Couch und habe da meine Fakten vorgetragen. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind und es sind in den letzten Wochen tatsächlich so ein paar tausend Leute gewesen, den möchte ich empfehlen, wenn euch das hier gefällt, ich habe euch unten die Playlist verlinkt. Da sind dann alle Folgen drin, ja, 8 Jahre lang Movie Trivia, und ich werde immer mal wieder auch Bezug nehmen auf alte Folgen. Also wenn ihr Bock habt, schaut doch einfach mal in die anderen Sachen rein. Oder, ja, ich möchte kurz eure Aufmerksamkeit hierauf lenken. Fucked Up ist ein Buch über Movie Trivias von einem gewissen David Hein. Teufelskerl. Ich habe hier in den Movie Trivias immer wieder auch über Orte gesprochen, die in Filmen immer wieder verwendet werden bei der Produktion. Ja, das Quality Café zum Beispiel ist ein ganz berühmtes Café mit diesen roten Sesseln. Und ich habe in einer früheren Folge mal erzählt, dass es zum Beispiel in 7 oder in Training Day und vielen, vielen anderen Filmen Szenen gibt, in denen die Charaktere dann in diesem Café herumsitzen. Oder das Bradbury Building ist auch ebenfalls wahnsinnig berühmt. In Blade Runner hat es wahrscheinlich seinen größten Auftritt, aber es ist auch in Filmen wie in The Artist zu sehen. Heute habe ich schockierende Nachrichten für alle Fans von WandaVision. Denn das idyllische Reihenhaus, das unsere beiden Marvel-Helden bewohnen, das gehört denen eigentlich gar nicht, sondern denen hier, den Griswolds. Ja, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennt, die Chaos-Familie aus dem Weihnachtsklassiker Schöne Bescherung wohnt tatsächlich im selben Haus. Und nicht nur die. Auch die Familie aus American Beauty wohnt, wie ihr hier seht, in dem Haus. Vielleicht waren es die Vorbesitzer oder so. Im Hexenfilm Hokus Pokus wohnt dann wieder eine andere Familie drin. Und das hier dürfte wahrscheinlich sogar die größte Inspiration für WandaVision gewesen sein. 1998 im Film Pleasantville wird die gesamte Nachbarschaft aus WandaVision bewohnt von anderen Familien. Warum das so ist, ist natürlich klar. Das ist ein Studiogelände, wo alle möglichen Produktionen gedreht werden. In diesem Fall die Burbank Studios und genauer gesagt die Blondie Street. Das ist ein Teil dieses Studiokomplexes, der immer wieder über die Jahre die Besitzer gewechselt hat. Erst gehörte das Columbia Pictures, dann ist es zu Warner Brothers gewechselt. Ich glaube, heutzutage gehört das NBC Universal. Also alle möglichen Studios drehen da immer wieder ihr Zeug. Falls ihr euch wundert, in WandaVision sieht das Haus tatsächlich immer mal wieder auch anders aus. In den ersten Folgen gibt es zum Beispiel nur ein Stockwerk und tatsächlich ist es so, dass das Special Effect Department das obere Stockwerk mit dem Computer entfernt hat. Die Vergrößerung des Hauses sollte dann in den späteren Folgen porträtieren, dass sich Wanda und Vision auch als Familie weiterentwickelt haben und das Haus größer geworden ist. Aber das Haus ist tatsächlich dasselbe, auch wenn sich zum Beispiel die Farbe der Türen oder auch die Form der Fenster immer mal wieder geändert hat, weil das Produktionsteam daran herumgeschraubt hat. Dieses Burbank Studio Gelände ist tatsächlich eines der bekanntesten in Hollywood und dazu gehören tatsächlich noch andere Orte. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Brunnen hier. Friends-Fans werden jetzt wahrscheinlich aufmerksam geworden sein, denn ja, das ist der Brunnen, in dem die Friends am Anfang jeder Folge ihre Zusammenkunft feiern. Also, wenn ihr in irgendeinem Film mal wieder diese sehr bekannt aussehende Straße wieder seht, dann wisst ihr jetzt, das ist die Blondie Street in den Burbank Studios. Wir kommen zu einer Kategorie, die ich hier auch immer ganz gerne habe, nämlich Darsteller bzw. Rollen, die ursprünglich mal für jemand anderes geplant waren oder sogar schon vergeben waren. Ja, ein sehr bekanntes Beispiel, was ich hier auch schon mal angeführt habe, war Marty McFly. Ursprünglich sollte den Michael J. Fox spielen, der hatte aber zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten gar keine Zeit. Also haben die Macher Eric Stoltz gecastet und tatsächlich, wie ihr hier seht, Filmszenen mit dem schon gedreht. Das hat aber für Robert Zemeckis, den Regisseur, nicht wirklich gepasst, weshalb die dann doch auf Michael J. Fox gewartet haben und den dann nachträglich ans Set gekarrt haben. Ja, wer weiß, wie Zurück in die Zukunft ausgesehen hätte, wenn Eric Stoltz das tatsächlich gedreht hätte. Ich habe noch zwei Fälle gefunden, die ich euch heute mal präsentieren möchte. Der eine ist nicht so ganz so vergleichbar, denn es hat eher damit zu tun, dass im Casting jemand anderes ausprobiert wurde. Batman Begins zum Beispiel, ne? Den kennt ihr, Christian Bale hat damit nicht so seinen Durchbruch
Durchbruch gefeiert, aber ich würde sagen, das war der Film, der ihn so endgültig in die A-Riegel katapultiert hat. Habt ihr aber gewusst, dass der fast gar nicht Batman gewesen wäre? Tatsächlich hat Christopher Nolan seinen Langzeitfreund Cillian Murphy in dieser Rolle erstmal ausprobiert. Es gibt tatsächlich Szenen, in denen er als Bruce Wayne zu sehen ist. Who was with Falcone at the docks? She'll murder my parents and they deserve. Don't pretend you wanted to do this for them. Ich finde, der macht sich gar nicht schlecht in der Rolle. Man merkt aber so ein bisschen, so ganz passt er so mit seiner. Ich finde, er hat immer so was sehr Androgynes. Und das hat für diese Rolle vielleicht nicht so ganz gepasst. Christian Bale war für mich jetzt auch nicht so die Wahl. Ich finde zum Beispiel einen Ben Affleck deutlich besser in der Rolle. Aber wenn ich hätte wählen müssen, dann wäre Cillian Murphy dann doch eben der bessere Bösewicht gewesen. Denn Christopher Nolan hat sich ja dann im Casting umentschieden, hat gesagt, so Christian Bale, komm, du machst den Batman und Cillian, komm, du machst die Scarecrow. Es gibt aber einen Fall, den ich auch noch gefunden habe, bei dem ich das gar nicht wusste, dass auch da die Rolle ursprünglich vergeben war. Aliens hatte einen meiner absoluten Lieblingscharaktere aller Zeiten, nämlich Corporal Hicks. Und der wurde gespielt von Michael Biehn. Und was ich nicht wusste, ist, dass Michael Biehn erst mehrere Wochen, nachdem der Film schon gedreht wurde, dazugestoßen ist. Denn eigentlich ging diese Rolle an James Remar. Das ist ein Darsteller, der ist ehrlich gesagt nicht ganz so bekannt. Ihr habt ihn vielleicht zuletzt gesehen in Django Unchained. Da hat er für mich so eine der größeren Rollen in der letzten Zeit gehabt. Und wer weiß, wie seine Karriere ausgesehen hätte, wenn er in Aliens tatsächlich die Rolle ausgefüllt hatte. Tatsächlich hat James Cameron mit ihm mehrere Wochen lang gedreht. Das Problem war, dass Remar zur damaligen Zeit ein Alkoholproblem hatte und einfach nicht in der Lage war, pünktlich am Set zu sein, voll konzentriert zu sein. Und deswegen Cameron, ne, dem wird nachgesagt, der hat eine wahnsinnig kurze Lunte, hat den Mann rausgeschmissen, seinen alten Kumpel Michael Biehn angerufen, mit dem er ja vorher den Terminator gedreht hat. Und der Rest ist Geschichte. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Michael Biehn ist perfekt in dieser Rolle. Ich hätte aber tatsächlich ein bisschen Bock darauf zu sehen, wie sah das denn aus mit James Remar. Leider gibt es nur Fotos und kein Videomaterial. So, und noch eine Sache, die wir hier häufig besprechen, nämlich Spezialeffekte. Ich liebe es einfach herauszufinden, wie haben die denn diesen oder jenen Effekt in Filmen gemacht. Und ich bin auch ein großer Fan von handgemachten Effekten, weil ich das immer spannend finde, wie sie das früher in der Zeit, wo Computereffekte noch nicht so funktioniert haben oder nicht so gängig oder viel zu teuer waren, wie haben sie denn da das gemacht? Genau deshalb möchte ich euch heute gerne mal ein paar Effekte vorstellen, die nicht mit CGI entstanden ist, bei denen man es aber nicht wirklich annimmt. Das hier zum Beispiel ist einer, den ich nicht habe kommen sehen im Film Die Klapperschlange oder Escape from New York im englischen Original. Da gibt es diese Szene, in der Snake Plissken auf New York anfliegt. Es gibt diese Szene, wo die so ein Drahtgittermodell im Computer haben, um zu verdeutlichen, wie der Flieger sein Ziel anpeilt. Und das war damals revolutionär. Es gab schon einige Filme, die so mit so Computer-Drahtgitter-Effekten gearbeitet haben. Tron ist ja ein legendäres Beispiel. Aber für John Carpenter war das viel zu teuer. Carpenter hatte für die meisten seiner Filme nie Budget. Ja, und auch in diesem Fall hat er sich nicht leisten können, tatsächliche Computereffekte einzubauen. Also hat das Special-Effect-Team sich was ganz Cleveres einfallen lassen. Und zwar haben sie die Ränder der Gebäude, die sie als Miniatur nachgebaut haben, mit grünen Streifen abgeklebt, sodass es so aussieht im Dunkeln, dass die halt so einen, ja, so ein leuchtendes Drahtgittermodell anfliegen. Übelst clever. Und wenn man hinguckt, so ein bisschen erkennt man es dann tatsächlich auch. There are a bunch of screens inside the glider and they look like they're computer generated. Really what that is a full-scale three-dimensional model made out of white lines with a camera photographing. We were trying to do what you can now do on your home computer and your video game. But we were trying to do it before the technology existed. Ja, es gibt ganz viele Effekte in der Geschichte des Films, die auf diese Art und Weise, ja, mit cleveren Tricks oder Perspektivwechseln wirklich krasse Sachen erzeugt haben. Es gibt zum Beispiel diese deleted Scene hier in Terminator 2, wo der Terminator vor dem Spiegel sitzt und Sarah Connor ihm ein Chip aus dem Kopf entfernen will. Und das machen die in einer Kamerafahrt, bei der ich immer dachte, wow, ey, wie haben sie das denn gemacht? Heute ganz klar, man würde entweder einen versteckten Schnitt irgendwo reinpacken oder mit Computereffekten nachhelfen. Damals ist das aber praktisch in Kamera passiert. Und zwar, wie ist das passiert? Ganz einfach. Das da ist kein Spiegel. Ja, Arnold Schwarzenegger sitzt gar nicht vor einem Spiegel, sondern die haben eine Attrappe gebaut. Und die Frau, die neben ihm steht, ist die Zwillingsschwester von Linda Hamilton, die an dieser Attrappe herumspielt. Und auf der anderen Seite des
Spiegels sitzen die echten Darsteller, die versuchen gleichzeitig dieselben Bewegungen auszuführen, damit es wie eine Spiegelung aussieht. Der Witz ist, diese Szene ist hinterher aus dem Film rausgeflogen. Heute kann man das nur noch in der Special Edition von Terminator 2 sehen. Und hier habe ich auch noch einen praktischen Effekt für euch, den ich wirklich interessant fand. Das hier, ja, diese Szene aus Independence Day, wo diese Feuerwalze sich durch New Yorks Straßen bahnt. Ein mega krasser Effekt, bei dem ich immer dachte, ja klar, das müssen die mit Computereffekten gemacht haben. Aber Independence Day war berüchtigt dafür, dass die wahnsinnig viel mit Miniaturen gearbeitet haben. Und in diesem Fall haben sie einfach einen mega coolen Trick gemacht. Sie haben diese Stadt als Attrappe nachgebaut und haben die dann auf die Seite gekippt. Die Macher erklären das hier, weil es natürlich sonst nicht den Effekt geben würde, dass sich diese Walze nach oben arbeitet, haben sie unten eine Explosion gezündet, die sich dann durch diese Attrappe durchfrisst. Mega cooler Trick, aber wer kommt auf sowas? Ich denke mal, so geile Sache, und genau dafür freue ich mich über das Movie Trivia, dass ich hier solche Fakten herausfinden kann. Und ja, das ist es gewesen mit diesem Movie Trivia. Wenn ihr mehrere Folgen noch davon sehen wollt, unten gibt es eine Playlist, wenn ihr noch mehr Fakten braucht. Im Bücherladen oder online findet ihr das hier. Das sind ganz viele Seiten. Leider liest die euch niemand vor und es ist auch kein Bildmaterial darin zu sehen, aber lesen bildet, Leute, so deswegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nächste Woche gibt es die Kritik zu M. Night Shyamalans Old. Sage ich jetzt nicht zu, aber freut euch auf die Kritik und gucken wir mal, was sonst noch kommt. Bis dann, tschüss.